Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr aus einem Lego Technik Set einen eigenen Mock erstellen könnt. Dafür möchte ich euch dem Lego Technik Set 42093 Chevrolet Corvette ZR1 zeigen, wie ihr daraus eine F-14 Tomcat bauen könnt. Mit diesen kleinen Tipps werdet ihr sicherlich auch in Zukunft selber einen tollen Mock kreieren können. Ganz zu Anfang habe ich mir ein paar, Gedanken gemacht. Wie könnte ich jetzt hier aus diesem Lego Technik Set der 42093 Chevrolet Corvette ZR1 ein neues Set, ein Mock erstellen. Da habe ich nicht anfangs gedacht, ich baue mir jetzt ein Kampfjet oder eine F-14, sondern ich bin ganz anders an die Sache herangegangen. Wie baue ich also jetzt einen neuen Mock? Ich bin ganz anders an die Sache rangegangen. Ich mache das zumeist so, dass ich nicht einen neuen Mock jetzt bauen möchte und los geht's, sondern ich habe Ideen während des Baus eines Modells, eines Sets, eines Mocks, eines Lego-Technik-Sets. Zum Beispiel jetzt hier die Chevrolet. Mir fallen beim Bau einzelne Elemente auf, zum Beispiel die Reifen und die Felgen, die sind sehr prägnant und genauso auch große andere Elemente wie die Flügel und die jetzt hier als Türen genutzt werden und als Verkleidung, die kleinen und auch die großen, und die inspirieren mich prinzipiell dazu, jetzt daraus zum Beispiel das Triebwerk zu erstellen aus den Felgen und aus den Flügeln, die Flügel eines Flugzeugs, genauso die Tragwerke mit diesen riesigen Platten und den Rumpf. Wie das im Einzelnen dann weiter abläuft, weiß ich nicht. Das entwickelt sich im Prinzip. Das sind zumindest die Anfangsgedanken, die ich habe. Und daraus entsteht dann das Bild, ich könnte jetzt aus diesen Elementen ein Düsenjet oder ein Kampfjet, im Prinzip ein Jet erstellen. Und dies versuche ich dann einfach weiter zu verfolgen. Ich gehe dann nicht an die Sache ran und sage, jetzt möchte ich genau die F-14 bauen. Nein. Ich schaue und recherchiere erstmal, was denn möglich wäre von den einzelnen Geometrien, die mir jetzt diese 42093 mir eigentlich als Basis hergibt. Und dann gehe ich als Recherche einfach Bildersuche, Google und gehe dann durch, was gibt es denn so für Möglichkeiten und natürlich auch, was ich für Ideen im Kopf habe, welche Kampfjets ich kenne, und die gehe ich einzeln durch und schaue dann, welche Konstruktion sich am besten dann eignet. Bei der Recherche wird mir dann aber auch ganz schnell klar, dass es eine F-14 wird. Und zumal kam mir dann der Gedanke, dass ich schon mal eine F-14 Tomcat gebaut habe als Modell von Revell, und da hatte ich dann noch dunkel in Erinnerung, da gibt es bestimmte Formen, die einfach sehr prägnant sind und die ich dann mit diesen Teilen tatsächlich umsetzen kann, was bei einer MiG oder einer F-16 nicht so gut funktioniert. Zu Anfang habe ich also begonnen mit den Flügeln. Die Flügel einzeln auszubilden, mir immer von allen Seiten anzuschauen. Prägnant ist es natürlich bei der Tomcat, dass sie ein- und auszuklappen gehen. Das habe ich auch anfangs mit so angelegt, dass es eine Möglichkeit gibt, sie zu klappen und diese Flügel dann mit diesen großen Wedges, Technik-Wedges im Prinzip ausgestattet, um
erstmal, das war so das Prägnante. Aber die waren noch zu klein, deswegen einfach noch die Verlängerung der Liftarme. Als nächstes bin ich hergegangen und habe diesen Rumpf, der dann anschließt zu den Triebwerken, versucht rauszubilden. Den hatte ich mir auch schon eben mit diesen Seitenteilen herausgesucht und war mir auch schnell klar, damit es eine Symmetrie ergibt, habe ich mir auch immer diese symmetrischen Teile, wie viel gibt es von welchen Elementen, und diese dann tatsächlich immer zurechtgelegt. Und da gibt es jetzt natürlich eben diese Seitenteile. Und bei der Corvette, die ich jetzt hier angewendet habe als Verkleidung für diese Triebwerke, und die natürlich 4 Stück vorhanden sind und genau diese dann benutzt habe. Erstmal nur als Verkleidung sozusagen. Als nächstes war dann die markante Spitze sehr prägnant für mich, was jetzt bei diesem Set aber sehr schwierig war, weil die Spitze sehr rund ist bei der Tomcat, aber trotzdem noch eine kleine zusätzliche Spitze, die Antenne noch dran hat, den Fühler. Und das mit den einzelnen Teilen, die es gibt, mit den Achsen herzustellen, war für mich ja ein etwas schwieriges Spiel, es zu entwickeln. Es gab im Prinzip in diesem Grauton keine, also im Light Blush Gray oder im Dark Blush Gray oder in Black, gab es keine Achse, die dafür entsprechend war. Deswegen ist es jetzt hier eine modifizierte Achse, die aber eigentlich zu lang ist, aber in der Abstraktion sozusagen tatsächlich trotzdem, wenn man das vergleicht mit Bildern der eigentlichen Tomcat, sehr gut eigentlich meiner Meinung nach passt. Ja, ein sehr großes Gefrickel war eigentlich diese Spitze, die ich immer wieder neu bearbeitet habe, immer wieder neu erstellt habe und mehrmals geändert habe und trotzdem sie immer wieder mir Schwierigkeiten gemacht hat in ihrer Form. Und daher auch immer wieder ja, Anpassungen machen musste, je nachdem, wie fortgeschritten das Modell war. Anfangs war sie noch nicht so klar ausgebildet, und später habe ich sie, wo dann der Rumpf angeschlossen wurde, immer wieder noch modifizieren müssen, um da eine bessere Form zu entwickeln. Die nächste Form war natürlich auch sehr prägnant, die Einlässe sozusagen für die Triebwerke, die diesen Abschluss im Prinzip bei dem, welche die Sitze sind. Also diese Elemente, die eigentlich in der Corvette die Sitze sind, habe ich gleich auch im Kopf gehabt, ja, das sind diese Einlässe. Ich hatte sie anfangs hochkant vorgesehen gehabt, stehend, also wie ein Sitz, aber durch die spätere Anordnung und Form hatte ich mich dann tatsächlich doch für liegend entschieden, um es einfach konstruktiv zu ermöglichen, diese Tomcat zu bauen. Eigentlich stehen sie tatsächlich hochkant, wenn ich mir eine Tomcat anschaue. Aber das ging leider nicht. Es war nicht konstruktiv möglich, dann diese Tomcat zu erstellen. Da habe ich sozusagen einen Kompromiss finden müssen. Und den, finde ich, habe ich eigentlich doch relativ gut getroffen. Natürlich auch die Form, die dann aufgeht, sozusagen zum Cockpit von hinten, die ist hier natürlich sehr stark ausgebildet, also sehr hoch. Aber ja, es ist sozusagen ja auch etwas gedrungener, diese Form der Tomcat. Sie ist tatsächlich, ich glaube, von den Proportionen eigentlich noch länger. Aber um dann einen guten Abschluss und natürlich auch wieder hier konstruktiv das überhaupt möglich zu machen, habe ich hier eben auch die Form in der Höhe mehrmals versucht anzupassen. Und hier die Liftarme waren natürlich auch gegeben in ihrer Höhe, die schwarzen, mit 1, 2, 3, 4, 5, mit 5 Pinhöhen. Und das ist natürlich ja,
nur so möglich. Und hier natürlich auch die Triebwerke jetzt an sich, die Auslässe hinten. Ja, das sind natürlich die Felgen. Ne? Das ist so prägnant für mich gewesen. Die mussten dahin. Und die kleinen Flügel oder ja, die Höhenruder, die kommen natürlich da auch schon mit angesetzt. Und die Radkästen auch sehr prägnant im Set. Und hier habe ich tatsächlich auch wieder eben versucht, da eine Form wieder zu finden. Das ist zwar nicht ganz die Form einer Tomcat, ja, die läuft da eigentlich anders. Da war auch der Versuch, das vorher anders noch zu konstruieren. Ist mir leider nicht gelungen. Kann ich jetzt im Einzelnen auch nicht, das würde jetzt zu weit gehen, noch beschreiben. Ja, aber hier tatsächlich war dann, um auch die Überbrückung, um diese Länge der Tomcat überhaupt noch herzustellen, der Teile Auswahl war da eben diese Radkästen einfach nur noch gegeben. Ja, und hier auch noch mal gut zu sehen, also die Höhen- und Seitenruder waren natürlich schon ganz klar auch im Bild, also diese Flügel und das ja, sind auch sehr prägnante Teile der Corvette. Und hier natürlich jetzt auch wieder in Orange und nicht die in Schwarz, um einfach nicht zu viel Farbspiel reinzubekommen, um klarere Formen noch einfach zu besitzen in der eigentlichen Tomcat, sodass das mir war es dann auch wichtig, im Orangeton weiter zu arbeiten, in den ganzen Hauptteilen und nur Cockpit und Triebwerk sozusagen in der Farbe Schwarz. Und dann, um im Prinzip die äußere Form noch aufzufüllen und das Innere konstruktiv herzustellen, habe ich natürlich hier die Tomcat ja verkleidet im Prinzip mit den Dachteilen, ne, der Corvette und auch so im Prinzip da einen guten Abschluss bekommen, eine, ja, sag ich mal, eine gute aerodynamische Form, ähnlich der Tomcat, zwischen die Triebwerke geschalten. Ne? Und ja, meiner Meinung nach hat sich das hier sehr gut angeboten. Sehr wichtig ist natürlich auch immer und immer wieder im Prinzip auf die Symmetrie zu achten. Dass ich mir tatsächlich immer nicht irgendwie die Teile nehme und einfach mal losbaue, sondern zu schauen, welche Bauteile brauche ich für um die Symmetrie zu erhalten. Ja, dass ich da einfach mir wirklich, sage ich mal, die Teile fast gesplittet habe, wo ich, sage ich mal, 2, 4 oder 6 Teile habe, um dann die Form auch wirklich auf beiden Seiten zu gewährleisten. Flügel, Triebwerke und so weiter. Das ist total essentiell eigentlich wichtig. Den Rumpf habe ich dann natürlich noch weiter aufgefüllt und versucht da tatsächlich einfach diese Formen weiter aufzufüllen. Der untere Bereich ist natürlich nicht so wichtig für die Optik. Der liegt ja meistens dann eher im Verborgenen, wenn man von oben das als Displaymodell oder selbst als Spielmodell hat. Und da war es jetzt einfach nur wichtig, das konstruktiv so herzustellen, um eine Stabilität der oberen Verkleidung einfach zu gewährleisten. Und dadurch bin ich da hier einfach mit den einzelnen Liftarmen einfach nur abgearbeitet, da ich da irgendwann auch an Teilenot kam. Von den Größen her habe ich da einzelne Pins und ja, einzelne Pins und Verkleidung dazwischen geschalten, um ja da um wie eine Art Gerippe eigentlich zu erstellen. Das Cockpit habe ich mir so gut wie bis zum Schluss aufgehoben, um natürlich erstmal die äußeren Formen herzustellen. Und zu schauen auch, welche Teile jetzt noch übrig bleiben und mich da nicht zu sehr, ja, einzuschränken und sozusagen das Cockpit zur Not auch am Ende offen stehen zu lassen,
Und genau. Was natürlich sehr prägnant natürlich wieder ist, der Joystick. Den hatte ich natürlich anfangs schon mir zusammengezimmert. Ist jetzt auch nicht entscheidend für die Teileanzahl. Da sind immer noch so viele Elemente, die dafür noch übrig wären. Bei dem Sitz ist es tatsächlich klarer, aber auch von Teilen schwieriger gewesen, die tatsächlich dann noch aufzubringen. Und auch die Anordnung und die Befestigung war hier sehr schwierig mit dem Rückseits und am Boden zu befestigen und zu verankern. Und das hat natürlich ja einige Schwierigkeiten gemacht. Nichtsdestotrotz ist natürlich hier trotzdem bei dem Sitz die Rücklehne sehr prägnant. Und die hatte ich mir natürlich auch vorerst zurückgelegt und nur sozusagen dieses Element erstmal nur geschaffen, um das anzulegen und ja, um dann natürlich also die Sitzauflage und die Rücksitz sozusagen als Teile zur Seite gelegt und dann die eigentliche Konstruktion, die hinten noch anschließt, habe ich mir dann im Nachhinein, also jetzt an diesem Punkt im Prinzip überlegt, um dann auch einsetzen zu können. Ganz zum Schluss war natürlich dann der Abschluss im Prinzip noch sozusagen den Bügel als Symbol für das Cockpit, das Cockpit-Abschluss, das Cockpit-Glas. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Ihr könnt mir meine Info geben. Hier habe ich dann noch extrem viel gebastelt an der Spitze, dass es tatsächlich hier noch stabil bleibt und am Rumpf befestigt ist, die Spitze, und trotzdem hier noch einigermaßen in die Form passt, in die Formsprache. Und dann waren tatsächlich noch Teile für ja, die Konsole übrig, was mir eigentlich auch noch sehr viel Freude gemacht hat, hier mit den einzelnen Pins als Armaturen aufzufüllen. Zum Schluss blieben mir dann auch noch Teile übrig, hier Zahnräder für das Erstellen der Triebwerke, der inneren, ja, zu sehenden Triebwerke, die von vorn, ja, man sehen kann. Natürlich sind die hier viel kleiner als die tatsächlichen. Ist natürlich jetzt eine Abstraktion und nur einfach nur als Symbolik, um zu sehen, ah ja, okay, da wird angesaugt. Ich wollte die Tomcat schon so als fliegendes Modell im Prinzip darstellen, aber wer sich eben doch gerne mal hinstellen möchte und mit ausgefahrenem Fahrwerk, der, ja, da hatte ich mir dann jetzt noch die restlichen Zahnräderchen und Teilchen, die da noch übrig geblieben sind, kleine Achsen und so weiter, rausgesucht und da jetzt hier noch eine kleine Lösung gefunden für die drei Fahrwerke. Und ja, ich hoffe, dass euch trotzdem, auch wenn es jetzt nicht mehr der eigentlichen Tomcat entspricht, trotzdem noch euch gefällt. Genau, wer das nicht mag, der kann natürlich die Tomcat auch ohne Fahrwerk ausbilden. Ich hoffe, der kleine Einspieler hat euch etwas gezeigt und weitergebracht und hat euch Freude bereitet und mir auf alle Fälle. Ich würde mich freuen, wenn ihr Likes da lassen würdet oder vielleicht auch ein Abonnement. In Zukunft werden wahrscheinlich noch weitere, wie baue ich einen Mock, folgen. Und zu den, ja, zu den Mocks, die ich bereits erstellt habe, oder kommenden Mocks. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns auf diesem Kanal. Tschüss!